Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Den Biss habt ihr gesehen. Der erste Fisch ist endlich im Drill. War ein brutaler Biss. Und hier haben wir auch unsere brandneue Masterpiece Rudenserie in Aktion. Hier habe ich jetzt das 40 Gramm Modell. Ultralight. Oh, und ihr seht jetzt eine richtig schöne parabolische Aktion. Damit verliert man definitiv keinen Fisch. Aber zu den genaueren Details kommen wir dann später. Jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren, den Fisch hier rauszubekommen. Hier habe ich ein paar Seerosen. Ich bin in einem Natursee. Jawohl, da kommt auch der Fisch. Es ist ein schöner Spiegelkarpfen. So, der Fisch ist fast ausgedrillt. Die letzten Fluchten. Er ist an der Oberfläche mit dem gummierten Netz eintüten. Oh, Hammer. Holen wir ihn mal hoch. Ja, gute 2,5 Kilo hat er. Befreien wir ihn vom Haken. Und zeichnen wir euch. Oh, da könnte auch 3 Kilo haben. Ein richtig schöner Fisch. Das zum Auftakt. Schauen wir mal, was noch so kommt. Ihr seid mit dabei. Bleibt dran. Neue Masterpiece. Rudner in der mittlerweile 5. Generation. Was haben wir uns überlegt, wie wir vorgehen? Wir haben vom Grundsatz her die Rudenserie etwas eingestrafft, aber genau die wichtigsten Modelle dabei. Die eine habt ihr jetzt schon live im Drill gesehen, nämlich mein wohl Lieblingsstück, die 40 Gramm in 3,40 Meter. Wurfgewicht könnt ihr definitiv ohne Probleme 20 bis 40 Gramm Körper verwenden. Plus Futter. Die Rute vom Grundsatzaufbau ist zweigeteilt plus eine 65 cm Spitze. Im Lieferumfang sind jeweils 3 Ersatzspitzen inbegriffen. Schaut man die Rute weiter im Detail an, fällt auf, dass wir ein ganz, ganz schlichtes schwarzes Design haben. Dann ist im Handteilbereich in einer schönen Schreibschriftform ganz schlicht der Name
Masterpiece, in dem Fall Ultra Light Feeder, 40 Gramm abgedruckt, mehr nicht, sonst eine komplett schwarze Rute. Und das ist auch das, was ich von sehr vielen Anglern immer wieder gespiegelt bekommen habe, was sie sich wünschen. Dann haben wir hier das kleine Balzer-Logo und dann wieder einen ganz klassischen Korkgriff, der ist unterteilt. Hier der portugiesische Kork und dann kommt hier am Ende des Griffstücks ein ganz hochwertiger Shrinkwrapper-Kork, ebenfalls aus Portugal. Rollenhalter vertrauen wir altbewährt wie auch in allen anderen Rutenserien auf die Qualitätsmarke Fuji. Also da ist uns noch nie einer kaputt gegangen. Des Weiteren haben wir auch bei dieser Rutenserie wieder einen kleinen Hakenhalter da unten mit dran gebaut. Ich bekomme es oft mit, dass die Angler einfach den Haken dran lassen oder wenn man eine Ersatzrute fertig vorhanden hat, eben noch den Haken unten einhängen kann. Das war die Masterpiece 5 Ultra Light Feeder. Die nächsten Modelle ist einmal eine Nummer schwere, eine 3,60 Meter Rute, ist angegeben mit 60 Gramm Wurfgewicht. Die Rute ist ebenfalls zweiteilig, plus die 65 cm Fiederspitze, auch wieder drei Ersatzspitzen mit inbegriffen. Ansonsten vom Aufbau her gleich, etwas länger und noch mehr Rückgrat, eignet sich gerade für das Method-Karpfenfischen oder auch auf kleine Fische, Skimmer, Brassen, aber auch große, also eine wirkliche Allround-Rute. Das nächstgrößere Modell wäre die 80 Gramm Variante. Und da haben wir was Neues gemacht. Sind wir nochmal im Gegensatz zu den Vorgängermodellen nochmal 10 cm weitergegangen. Die hat jetzt 3,90 Meter, ist eine dreiteilige Rute. Änderungen sind da. Hier beginnt man mit einem sogenannten Vector Angel Guide. Weil mit dieser Rute kann man ohne Probleme Distanzen von 80 bis zu 90 Meter werfen. Und da brauche ich dann schon einen speziellen Startring, dass sich beim Auswurf die Schnur nicht im Startring verfängt. Das nächstgrößere Modell wäre unsere wohl Lieblingsrute, die 125 Gramm, was wir sehr, sehr gerne auf dicke Brassen, auf weite Distanzen bis zu 95, auch 100 Meter habe ich damit schon geangelt, werfen kann. Ich habe sie hier und zwar noch als Muster. Und dann kommt unser größtes und schwerstes Modell. Das ist dann die 150 Gramm Rute. Wenn ihr mal seht, eine Rute, die ohne Probleme 150 Gramm Körbe für den Reihen, Blockkörbe etc. verträgt und dann so ein Stecken dünner wie mein kleiner Finger ist, das ist dann schon Wahnsinn. Hier sieht man es auch, da ist dann noch ein größerer Startring, auch die Vector Angel Guides, schön im Gunsmoke Design und dann kommt die Rute ebenfalls gleich aufgebaut, immer der Korkgriff und hinten dann der Shrinkwrappergriff. Mit dieser Rute könnt ihr ohne Probleme 100 Meter plus angeln. Da gebe ich mein Wort drauf. So, jetzt wollen wir uns aber erstmal wieder ums Angeln kümmern. Ich habe davor noch kurz einen kleinen Fisch gefangen, habe die Angel nur vorne reingeschnickt. Ich vertraue auf meinen gelben Beule, denn da an diesem See wird oft mit Mais geangelt. Gelb, das kennen einfach die Fische. Oh, hier ist auch ein bisschen grau, das ist immer ganz wichtig, dass das vom Haken weg ist, weil sonst erkennt der Fisch die Falle. Legt den Boilie hier rein, ein paar 3 mm Pellets drauf. Damit erhoffe ich, dass auch die großen Fische an den Futterplatz kommen, weil ich weiß, es gibt hier richtig, richtig schöne Karpfen und das ist mein Ziel, den zu fangen, weil mit so einer leichten 40 Gramm Rute, wie ich sie hier habe, würde das schon mega viel Spaß machen. Werfe ich jetzt aus an meinen Futterplatz. Lass den Korb absinken.
Ich habe jetzt Seitenwind. Es ist wichtig, die Spitze mal kurz unter Wasser halten, dass die Schnur auch richtig schön absinkt, dass sich kein Schnurbogen reinzieht. So. Jetzt haben wir sie. Und jetzt warte ich einfach auf den Biss. Drückt mir die Daumen. Ja, Clip ist ausgelöst. Dicker Fisch im Drill. Jawohl, so muss es sein. Oh. Auf die 40 Gramm Rute, Big Fish. Oh, der Fisch nimmt immer noch Schnur. Ich weiß gar nicht, wo der hin will. So groß ist der See doch gar nicht. So, der nächste Fisch im Drill. Und jetzt glaube ich, haben wir es mit einer Nummer größer zu tun. Er hat einen Clip ausgelöst, hat ordentlich Schnur genommen. Oh, ein Spiegelkarpfen. Aber ich sag mal, der hat mit Sicherheit 5 Kilo, was ich gesehen habe. Ich habe hier eine 40 Gramm Rute, ja. Aber die hat trotzdem noch genug Power. Hammer. Ihr seht hier im hinteren Drittel genügend Kraftreserven. Aber der ist noch nicht müde. So, jetzt ist er soweit. Er hat die Schnauze aus dem Wasser. Dann ist er drillbereit. Also die Rute bis ins Handteil durchgebogen. Jetzt ist er da, da sieht man auch noch den gelben Beule. Ich muss sagen, mit so einem Apparat habe ich nicht gerechnet. Aber da ist er. Ja! Oh, da haben wir das Prachtexemplar. Also wunderschön gezeichneter Fisch. Keinerlei Verletzungen. Hammer. Also der Angeltag hat sich rentiert. So ein Traumfisch, ist geil. Die Erfolgsmontage, mit der ihr auch solche dicke Karpfen fangen könnt, jetzt kurz im Detail. Ich habe eine 0,22er ohne Brot Monoschnur drauf, dann einen 20 Gramm Korb Inline Flat. Hier kommt dann ein kleines Tönnchen, der blockiert hier den Korb. Dann ein kleines Tönnchen, sollte der Fisch abziehen, habe ich hier immer noch einen kleinen Selbsttaucheffekt. Und wenn nochmal es zum Schnurbruch kommt und die Schnur reißt, kann sich der Fisch vom Korb befreien. Dann habe ich hier einen 14er Ownerhaken mit Speer. Der Speer mache ich deshalb so gern. Ich nehme hier einfach meinen kleinen 8 mm Beule, piekst den hier rein, lass den Speer auch richtig schön verstecken und dann habe ich eine super fängige Montage. Ihr habt jetzt ganz viel schöne Fische gesehen, die neuen Ruten erklärt. Und jetzt als Abschlussfisch habe ich da noch mal ein richtiges Sahnestückchen aus meinem Heimatsee. Das ist ein langer Fisch, hat Knochen. Da haben wir eine. Auch dafür hat die 40 Gramm Rute wieder genügend Power gehabt.
Da ist noch ein bisschen Kraut. Hier haben wir das Prachtexemplar direkt nach dem Einwurf gebissen. Ein wunderschönes Stör, gebissen auf die Metal-Montage. Dieser Fisch ist ganzjährig geschützt. Deswegen geht er auch zurück. So, das war's an dieser Stelle für heute. Da hinten ziehen gerade ein paar Schauerwolken auf. Da muss die Kameraausrüstung weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Abonniert die Glocke, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. In diesem Sinn wünsche ich euch viel Petri Heil und Spaß mit unseren neuen Ruten. Euer Julian.